Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2. Wir sitzen immer noch hier. Wir haben die Pause gut überstanden und ja, es geht weiter. Jetzt guck mal, das sind so. Tauben. Das sah aus wie Füße, die Tauben runterfallen. Ach stimmt. Ja, du hattest gesagt, das sind Füße. Ja, das sah aus, als würden Füße regnen. Kann ich die? Ach, ich kann die aufnehmen. Guck mal. Das ist eine Aufnahme. Oh Gott, das müssen wir alles behalten. Nee, dann auch später. Ich find's geil, dass der Sound immer noch vom ersten Teil mit drin ist, wenn man was aufgenommen hat. Total cool. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Du willst ja jetzt nicht älter als zerknistern hier, oder? Doch. Glaub mir, sonst sterbe ich. Ja, dann ist was. Ach, stimmt. Weg auf. Nein, ich möchte nicht. Danke. Ich möchte nicht, glaube ich, lieber gerade. Bin ich eine Batterie? Aber ich muss gerade another way. Muss einen anderen Weg geben, ja. I got the key. Na, der. Da, wieder eine Taschenlampe. Alter, überall Taschenlampen. Das ist das Dorf der Taschenlampen. Creepy! Achso, wir hatten uns gerade unterhalten in der Pause im Übrigen. Also ich finde momentan, bist du da glaube ich derselben Meinung, oder? Wo wir gerade drüber gesprochen hatten. Ja, dass es noch nicht so schlimm war wie der erste. Was Gegner angeht. Also zwar so ein bisschen hin und her rennen, tralala, pipapo, ja. Aber im ersten Teil hast du schon die Konfrontation mit Großen gehabt, ne? Viel früher. Also ich? mit dem dicken, mit der Wegrennerei und so, hast du es viel häufiger gehabt. Bitte? Wir sind immer noch asynchron. Das ist natürlich doof, dass wir asynchron sind, aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Das liegt an, wenn dann liegt das an Twitch. Ja, ich finde Outlast 1 zum Teil schlimmer, weil hier hast du sehr lange Strecken dazwischen. Ah! Aua. Ich glaube, jetzt solltest du einen Verband benutzen. There's gotta be a way back to the village. Jetzt kann ich. Nee, kann ich nicht. Nee, brauch keinen Verband. Hast du bei Outlast 1 hattest du irgendwie viel mehr Stress, weil du warst ja in so einem. Überall waren Zellen und überall hat irgendwas rausgegriffen. Das fand ich stressiger. Okay. Okay. So, ich habe jetzt nochmal eben raus und reingesteckt das Mikrofon. Vielleicht liegt es daran. Du bist plötzlich lauter. Bitte? Du bist plötzlich lauter und ich fühle mich selber. Okay. Das ist nicht gut. Hörst du dich jetzt selber? Ja. Okay, warte mal, dann liegt es wahrscheinlich an der Party jetzt gerade. Zur Party? Zur Party. Warte. Ich muss mich schon umschalten, ne? Wie war das nochmal? War das so? Ich glaube, so war das, ne? Oder? Nee, Quatsch, nein. So, ne, oder? So hörst du dich nicht selber, ne? Nee. Oder? Alles schick jetzt. So ist besser, ne? Ja. Ja. So. Hört man mich doppelt, ne? Nein, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr doppelt, ne? So, ja. Ach, hier müssen wir dann. Ja, mit Asynchron kann da ich jetzt. Da unten eine Batterie. Was? Tatsache! Boah, so ein gutes Auge. Hab ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, voll stolz. Ja, darf ich auch mal sein. Ach, hier liegt einer. Und wieder eine Taschenlampe. Ja, aber das Ding ist, die hatten alle eine Taschenlampe und die sind tot. Du hast keine Taschenlampe, du lebst noch. Naja. Du musst einfach die Dinge anders sehen. Naja, das stimmt allerdings. So. Okay, da müssen wir rüber springen. So. Hä, wieso kriege ich denn? Hä, ich will aufstehen. Und wo sind wir? Oder kommt hier gleich der Wendigo oder was? Oh Gott. Apropos. Oh Gott. Ich rutsch mal wieder ein Stück durch.
mich juckt's gerade mal. Oh, mich juckt's gerade im Nacken. Das ganze Knacken. So. In meinem Kopf ging nur das Wort Schritt. Super, ey, ganz toll. Entschuldigung. Juhu. Wow! What the fuck? Was ist denn? Ein Schrein, würde ich sagen. What? Ist es gerade heller geworden? Nein. Mal gucken, was er sagt. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Mhm. Ich find's geil, dass das Spiel mal aufnimmt an den Stellen. Aha. Dass sie die alle häuten müssen, das ist doch voll eklig. Voll die Sauerei. Ich frage mich, wer die häuten? Church. Was ist die kleine Kirche? No, no. Some kind of heretic temple. Ich sehe eine Batterie. Stimmt. Ja. Gutes Auge. Ich wollte mal schneller sein wie du. Oh, wie cool das hier aussieht. Ich meine, ist ein Horrorspiel, aber... Ist ein Ritualplatz oder so. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will hier nicht sein. Was und wieder eine Taschenlampe. Ich hab dir schon gesagt. Das ist doch nicht wahr. Gab's sie im Sonderangebot oder was? Vor allem alle die gleichen. Ja, sicher. Die gab's im Dutzend Bild. Die gab's wahrscheinlich bei Teddy oder so für einen Euro. Wir sind noch gar nicht gestorben. Entschuldigung. Ja, das war Dummheit. Wieso ist er denn nicht? Ich bin doch gesprungen. Hat er es aufgenommen schon? Church. Ja, bla bla. Some kind of. Church! Heretic. Aber ich bin doch gesprungen. Wieso krallt er sich denn da nicht fest? Verstehst du? Vielleicht musst du dann nochmal. Oder muss ich hier lang? Nee, ich muss doch da lang. Ist das ein Kind oder ist es einfach nur ein komisches Geräusch? Das ist ein komisches Geräusch. Ich versuch's nochmal. Ja, jetzt hält er sich fest. Der war gerade auch an der Kante. Voll dumm. Toll, jetzt sind wir einmal gestorben. Super. Ich wollte unser Rekord eigentlich halten, dass wir nicht sterben bis zum Ende. Am Ende kommen wir sterben. Das ist so creepy. Ja, wollte ich gerade sagen, aber vor allem, die gehen hin zum Beten und dann irgendwie bleiben sie da und dann bauen sie nur eine Treppe oder was? Für mehr hat es nicht gereicht. Ich glaube auch nicht, dass da so viele hingehen zum Beten. Wenn das Spiel speichert, halt ist das nichts Gutes. Nee. Ist so in Horrorspielen immer so. Schon wieder gehockt. Weißt du, woran mich das Spiel zum Teil echt erinnert? Warum? In den Höhlen. An welches Spiel? An Tomb Raider. Okay. Hast du das gespielt? Welchen Teil? Tomb Raider. Den neuesten? Nein, habe ich noch nicht. Rise of Tomb Raider nicht, sondern den davor. Ja, kann sein. Da ist es halt auch... Wie so ein Kult. Okay. Das erinnert mich gerade an ein neues Horrorspiel, was bald kommt für die PlayStation, wo man in der Hölle ist. Ach ja, genau. Und auch hier, Doom erinnert mich das auch gerade. Was ist es hier denn so? Oh Gott. Die Musik gerade. Hallo? Wer redet denn da? Oh. Oh nein, das ist... Was hieß die? Hieß die Jennifer oder Christina oder so? Keine Ahnung. Das ist die Trulla aus der Schule. Ja, was macht die hier? Wir sind doch nicht in der Schule, wir sind doch irgendwo in Arizona. Vielleicht hat das in der Jugend, im Jugenddorf. Weil sie schreit ja auch, wenn er davon träumt, nein, nein. Und er ist da vielleicht... Ist da ein katholischer Pastor? Okay. Wer weiß? Boah, wie riesig das Dorf einfach ist. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Yeah. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? I'm feeling my teeth like the sound of scissors.
Ich frage mich, ob die Kirche dann das Ende ist. Weil wir sind ja die ganze Zeit auf dem Weg zur Kirche. Wo geht's denn jetzt weiter rein? Ja. Das wäre lustig, würde die Kirche da wieder angezündet werden. Ja. Oh gut. Ah, hier. Der hat schon wieder Taschenlampe. Die Teddy-Taschenlampe. Und der hat den Daumen durch die Taschenlampe. Das gibt's doch gar nicht. Was ist hier los? Flashbang. Teddy-Flashbang. So. Hm? Die Teddy. Flash. Saver of the Universe. Wunderschön. Der fragt mich nicht, wie ich darauf komme gerade. Magst du spielen? Magst du spielen? Ja, magst du? Ich frag mich eine halbe Stunde, die halbe Stunde. Achso, halbe Stunde ist noch nicht um. Stimmt, wir haben Spiel erst 11 Minuten. Also mir war die scharfe Soße heute von einem Döner lieber, als jetzt gerade zu spielen. Was war das? Teenager, war wütend, hat Tür geknallt. Was war das? Warum krieg ich gerade so Gänsehaut? Oh. Oh, ist scheiß Musik, ey. Wie komme ich denn... Ach, hier ist eine Treppe. Hä? Wie komme ich denn hier... Ach, hier. Also, ich habe immer Angst, dass jemand von oben kommt und... Oh, ich hab dich. Und wieder. Taschenlampe! Oh, was ist hier? Pilze? Ach, Kartoffeln! Pilze. Ja, kann doch sein. Lass mich doch mal meinen Traum mit den Pilzen leben. Oh, guck mal, hier schon wieder die scheiß Puppe vom Anfang. So, ich hasse Puppen. Artig. Oh Gott. Noch mehr tote Kinder. Knurz sagte, in solchen Kindermorden sei eine Sünde. Denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Knurz sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache, lachend, erregend und oft feucht von der Lust im Schlafe. Was? Habe ich das verpasst? Ja, red nächstes jetzt mal weiter. Ich erwache heute im Glauben von Blut, aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen könnten. Wir versammelten uns und teilten unsere Vision und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. So, jetzt. Wir sind ja ständig in der Schule. Und da ist immer diese Tuse. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ja. Jennifer oder so. Ja. Und gerade wurde gesagt, man träumt von seinen Sünden. Ja. Vielleicht hat der damit irgendwas zu tun, dass sie sich, wie man gerade gesehen hat, erhangen hat, gemobbt oder sonst was oder nicht dass geholfen er, hat. Dass er, genau, vielleicht irgendwie nicht geholfen hat oder irgendwas sowas, ja, weil er war ja mit auf dem Schulbild zu sehen. Botschaft! Und hat Jessica wahrscheinlich geärgert oder tralala oder keine Ahnung, wird jetzt dafür zurechtgezogen oder so. Ja, auch kann ja sein. Ja, stimmt. Nur eine Theorie. Hast du recht. Könnte sein. Ich liebe Theorien. Stand da gerade, sollst du es anmachen? Nein, aber ich wollte es mal ausprobieren. Klang wie eine Toilettenspülung. Ist das mit dem Mikrofon total lustig? Huch, hallo. Wer ist er denn? Oh, ist ja richtig hell erleuchtet hier drin. Ohne Kamera. Ist ja
Sehe ich irgendwo eine Batterie leuchten? Nein. Alter, immer der Pfarrer. Der steht doch da auf. Der packt uns. Der packt uns. Ich weiß es jetzt schon. Mmh, lecker. Bevor ich rausgehe, ich... Alter, über diese Puppen. Und über dieser dicke Typ. Uah. Geht's hier nach... Na, geht's eh nicht nach draußen. Was? Was war das? You killed your child? Ah, ich find's... Ich glaube, da war eine Batterie. Ja. Auf dem Schreibtisch. Und war da was geblinkt, glaube ich. Ich bin mir schon blinken in Sachen, nein. Hm. Oh, Knochen. Hm. Aber er spricht die ganze Zeit durch die Lautsprecher, ne? Der Typ hört sich wohl gerne reden, ja. Nicht einmal, dass wir den schon zu Gesicht bekommen haben, ja, außer auf diesen Fotos, ne? Willst du den Zettel nicht lesen? Oh mein Gott! Also, wow! Jesus! Diese Konturen! So, wie soll was so lesen, so, warte. Civilian, Papa, Ernst Keil, Lügner, Scharlatan, Tempel, der Gischt. Gicht, Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder, ich bin fort. Und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns. Jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Ich hasse dich nicht. Steht so da, ne? Ich wollte es nur erwähnt haben. Steht wirklich da. Steht wirklich da, steht's, ne? Ich wollte es nur erwähnt haben. Könnte Jesus den Täufer... Was? Den Täufer? Den Täufer hassen? Weil er Jude ist? Ohne die Jahre der Ignoranz deiner dreckigen Lügen hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über meine Unwahrheiten getrieben. Getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Ich glaube, ist... Was? Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, die Vision wären die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach. Dein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er ist hier, in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich, nicht dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Wahl. Da wird viel über Geschlechtsverkehr geredet. Aber es ist ja Option. Ja. So, das dürfte schon reichen. Hallo. Ein Schaukelstuhl. Kann ich mich da draufsetzen? Oh, was ist das denn? Da lief schon jemand. Das beruhigt mich sehr. Ich glaube, wir werden gleich ein bisschen... Rennen dürfen. Oh, warte mal, ich guck mal wegen Batterie hier vielleicht. Da ist eine Radio? Nein. That might be an elevator. Das könnte auch so sein. It's up there, isn't it? Ja, aber der ist bestimmt kaputt, ne? Wenn ich mein Glück kenne. Power's cut off. You've got to have a generator or something. If the fucking thing doesn't run on prayers. Generator. Ich habe, wie gesagt, von Outlast 1 noch schlechte Erfahrungen wegen Generator. Oh.